Und zurück zu Resident Evil 7. So, ich habe jetzt in dem kleinen Raum hier was gefunden. Und zwar können wir hier mit den Bildern was anstellen. Und ich denke mal, wir müssen die Bilder auf der Seite so drehen, wie auf der Seite. Das heißt, das müssen wir jetzt so drehen. Da ist es oben. So. Jetzt muss ich. Ah. Zack. Drei Ätzmittel. Sehr gut. Und weiter geht's. So, hier müssen wir jetzt eigentlich alles abgeklappert haben. Schauen wir gleich mal weiter, würde ich sagen. Unsere Waffe ist nachgeladen. Wir gehen leider nur 9 Schuss rein anscheinend. Okay, hier können wir speichern. Schon mal sehr gut. Haben wir hier was drin? Wahrscheinlich nicht. Nett. Okay, speichern wir erstmal. Okay, was ist das noch? Ah, noch ein Ätzmittel. Sehr gut. Oh, Pistolenmunition. So. Abteilung für Spezialeinsätze. Ah, das haben wir schon gelesen. Das hatten wir schon. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Jetzt gehen wir nochmal die Räume ab. Genau, da können wir jetzt bestimmt ein Ätzmittel einsetzen. Da ist eine Bombe. Ah, Kapitänskabine. Sehr geil. Das heißt, wir können uns die Knarre da oben holen. Machen wir das doch gleich mal. Okay, sehr gut. Oh! Meine Fresse. Boah. Sechzehn Jahre nach dem Albtraum von Raccoon City lebten die Überlebenden immer noch. Schießpulver. Boah. Okay, wo geht's denn hier lang?
Dietrich. Okay, wir haben jetzt hier, glaube ich, alles abgesucht. Und ich würde gern, hier geht's raus, gell? Ich würde aber gern hochgehen. Zu der blöden Kapitänskajüte irgendwie. 3F, glaube ich, gibt's doch. Gab's doch das Ding, oder? Das blöden Kabel haben sie voll gekackt auf Ebene 3. Ich will aber in Ebene 4. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht durch. Ey, ey. Ekliges Vieh. Bin ich jetzt? Okay, ich glaube, ich habe mich verlaufen hier. Habe ein ganz schlechtes Gefühl, Leute. Jetzt los. Geht's nicht weiter? Warum geht's hier nicht weiter? Hier ist ein Ätzmittel. Oh, ich habe das Gefühl, irgendwas passiert jetzt hier gleich.
Heilige Münze. Magnum haben wir immer noch nicht freigeschalten. Ich hoffe, dass wir da nochmal irgendwie zurückkommen. Ah, genau, jetzt können wir hier hoch. Okay, ich hoffe mal, der Schlüssel passt. Yep. Du Mistvieh. Okay. So. So, jetzt schauen wir mal. Da geht es jetzt wieder runter. Da ist die verschlossene Tür. Okay, hier geht es bloß wieder raus. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt wieder durch den Fahrstuhl runter. Genau, da kommen wir nicht durch. Okay, dann gehen wir hier weiter. Herabsteigen, hochklettern, natürlich runtersteigen, oder? Nehmen wir aber nochmal ein Kraut und steigen runter. Speichern aber nochmal. So, okay. Hier waren ja, glaube ich, zwei ganz zum Anfang, oder? Zwei so komische Mullet-Idioten da.
geht's ja bloß wieder hoch. Na, hier brauchen wir nicht lang, glaube ich. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, bist denn du? Hässliches Vieh. Okay. Und die Knifte mal nachladen hier. Oh, geil. Sehr gut. Dann können wir gleich ein bisschen mehr tragen. Munition. Und Kraut, das könnte man gleich mal kombinieren. Können wir nichts öffnen und dann würde ich sagen, Leute, schauen wir aber erst in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es noch mal so lange dauert, nachdem wir Mia eigentlich gerettet haben. Aber es scheint noch mal ein richtig großer Abschnitt zu sein. Wenn es euch ein bisschen gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.